So, da sind wir wieder. Mhm. Zurück zu Dead Space und einem eben halt gestern oder letzte Zeit kurzen Teil. Alle, die denken, meine Fresse, ist der egoistisch, der schreibt mir gar nicht zurück. Liegt daran, dass ich wahrscheinlich jetzt in der, wenn ihr das guckt, in meinen Prüfungsvorbereitungen bin, also seid nicht böse, dass ich das jetzt noch nicht so ganz da alles so beantworten kann. Das kann sich nur um Tage handeln. Also das kann sich nur um Stunden handeln. Nee, um Tage. Um Tage, alles Tage. Um Tage werden in Stunden gerechnet und viele Stunden sind viele Tage. So. Wie immer frage ich mich, was tut der Mann da? Das. Eintritt Schwerelosigkeit. Ich wette mit dir, dass ich später hier weglaufen muss. Aber ich will nicht um irgendwas wetten, sondern... Wo ist mein Rapper? Ja. Mach ihn dann gleich. Bring ihn an. Ich würde ihn in Stase versetzen. Das sah anders aus. Ich sehe nur Gliedmaßen, aber keine Körper. Ah, nein. Oh, Mann. Es gibt Stellen, wo man mich vorher gewarnt hat. Echt? Vor was hat man dich gewarnt? Hier, das ist so. Ich soll durch diesen Gang durch. Das hat man mir vorher gesagt, ne? Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt bedanken soll für diesen Spoiler oder nicht. Mir hat man gesagt, es gibt kurz vor Ende gibt es einen langen Gang. Dieser lange Gang hat einige Fiesheiten im Petto. Wie zum Beispiel den Rückgang. Also das jetzt momentan soll noch sehr relativ simpel sein. Also man sollte eigentlich relativ durchkommen. So lalalala. Mal sehen, ob du durchkommst. Und später beim Zurückgehen, dann wird das richtig heftig. Aus meiner Sicht ging das damals. Aus deren Sicht wird das richtig heftig. Das wird richtig, da werde ich richtig verzweifeln. Für mein Spielerverständnis werde ich da richtig verzweifeln, hat man mir gesagt. Warum schüchtert ihr den Ärmsten jetzt schon ein? Das ist mein Job. Und beim Endgegner hat man mir auch gesagt, also der Endgegner. Also, ich werde da auch heulen. Hat man mir gesagt. Hey, ein Kopf! Mal eine Abwechslung zu den ganzen Armen und Beinen, die hier rumdüppeln. To be or not to be? That's a question. Jawohl! Jetzt werden wir auch noch kulturell, ne? Ja, wir sind auch immer cool. So. Ah. Doch, da lang. So. Flieg, kleine Motte. Aber ich darf. Obwohl, ja, stimmt. Es ist jetzt hier kurz vor Ende. Klar. Aber eigentlich habe ich. Ich hätte es jetzt noch ein bisschen später erwartet. Wie viele Jahre willst du das Spiel noch spielen? Nur mal gefragt. So, deswegen kriege ich hier... Okay, deswegen kriege ich hier die Stase. Schon mal toll. Nur heute Munition. 6,50 das Pfund. Gut, also. Dann geht die Party jetzt gleich ab, ne? Yeah. Jetzt bin ich mal gespannt, warum man mich gewarnt hat. Muss ich jetzt schnell weg? Sag mir, muss ich schnell weg? Ich glaube, wenn du schnell weg musst, dann wärst du schon tot. Also kann ich mir jetzt hier... Da hoch. Thank you.
echt jetzt gerade wieder Bammel, dass die Leute recht haben. Ventilatoren. Willkommen im Lüftungssystem. Darf ich Ihre Bestellung aufnehmen? Ja, ich hätte gerne einmal gehacktes. Also mehr ist das jetzt hier nicht. In der Form, wie die Leute mich jetzt fragen, nicht jetzt. Weil hier Geschnetzeltes gemacht wird. Geschnetzeltes! Schau zu ihm! Wann wurdest du denn von diesem Fach gemacht? Relativ früh im Spiel, wo ich mir so gedacht habe, so, was bringt mir das jetzt? Aber... Das ist wie in der Schule. Man fragt sich immer, was bringt mir diese Information jetzt? Doch, das ist sehr zu spät. Oh, Glaubensschwarz. Ganz schön, das ist ein Schwarz. Echt? Die wird aufgefallen. Ich brauch nur... Ja, ich hab noch eins! Ich hab noch eins! Ich wollte noch ein Baby. Nein, der lässt mich nicht schnetzeln. Da kam ich noch her, oder? Ja. Nein! Warte mal, wo wollen sie dich hinschicken? Ich wollte mich wieder zurückschicken wahrscheinlich. Ja, aber über einen sehr merkwürdigen Weg. Ja! Ja! Medipack! Ein dickes Medipack. Wo musst du lang? Hier hin. Oder? Jo. Jo. Ich hab doch gesagt, es geht. Vor allem, weil die dir nicht folgen können. Die werden zerhackt. Das ist übrigens ein Brute. Ein schwarzer Brute. Ach ja, das war was. Da war was. Sorry, sorry, sorry. Setze den Snowbeam ein. Hatte ich vor. Ja, das sind so die Fähigkeiten. Ich glaube, der ist. Hin. So, Nummer 1. Ja, mir hat man gesagt, die sind 3. Echt? Ja. Geil, oder? Die Leute spoilern mich ohne Ende. Wo ich mir so denke. Was willst denn du mit deinem angenähten Hals? Also echt jetzt. 3 Stück, ich habe jetzt einen. Wahrscheinlich, wenn du den Marker weiter bewegst, dass der nächste kommt. Oder war. Leute, derjenige, der ihm den Tipp gegeben hat, hat er zufällig von einem höheren Schwierigkeitsgrad als Mittel gesprochen? Das ist möglich. Weil ich glaube, auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad rennen hier 3 rum. Naja, mindestens 2. Ich habe Medipack groß. Ja. Hast du. Und du hast 3 Knoten. Yep. Und keine Werkbank in der Nähe. Ach, das kommt alles noch. Gut. Marker hab ich hier geparkt. Andere Seite hast du geparkt. Da habe ich Marker geparkt. Ja, du hast die Stelle markiert. Markiert. Mit einem Marker. So, danach hat man mir halt gesagt, das große Finale. So, also daher weiß ich jetzt nichts mehr wieder, Gott sei Dank. Das große Finale. Was danach kommt, weiß ich nicht. Der Abspann? Nur so als Idee. So, Otto, bin ich das? Otto? Ich weiß nicht, ob du Otto bist. Autorisiert? Ach, du bist bestimmt autorisiert. Ich meine, du bist oberster Chefingenieur von irgendeiner Firma. Coole Sache. Glaube ich jedenfalls. Dong. So, schauen wir nochmal, wie jetzt das mit der Karte aussieht. Wir sehen,
Wie wir sehen können, sehen wir nichts. Das Areal ist sauklein, aber Riesenaufwand. Ich meine, du bist schon durch größere Areale gelaufen für ein Kapitel. Ja. So, das heißt jetzt noch der nächste Raum. Nächster Raum? Nächster Teil? Nö, oder? Was sagst du? Wir ziehen's durch. Also, geht's jetzt weiter. Hm. Sonst hätte ich gesagt, nächster Teil oder so. Das passt schon alles. Irgendwie. Irgendwo. Irgendwann. La 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 la. La 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 la. La 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 la. La, 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 la. Yeah! Weißt Bescheid! Yeah! Oh Mann! Frau. Oh Mann, Frau. What is... Da war noch ein Spind. Oder ein Wandschrank. Kirschsaft. Kann man schon denken, wer jetzt gleich kommt? Brad Pitt. Ich glaub nicht. Nicht? Mhm. Brad Pitt steckt in diesem Anzug. Deswegen überlebt er auch alles. So. So, Spind hast du gesagt? Ach, da warst du schon dran. Nee, ich meinte Kiste. Kein Problem. Ich seh's dir heute ja nicht übel. Weil ich hier was? Aber nur heute? Ja, aber nur heute. Ja. Weil heute wieder ein schöner, schöner Tag ist. It's a brand new day. Always look on the bright side of life. So, was ist hier drinne? Ich hab keine Ahnung. Und Impulsprojektile. Glaub mir, du wirst brauchen Impuls. Gut. Dann lade ich mal nach, ne? Ist es nicht interessant? Wir haben das Spiel scheinbar durch. Was kommt danach? Der zweite Teil. Macht Sinn. Müssen wir dafür wieder 2 Jahre einplanen? Das war ja noch nicht mal 2 Jahre. Nicht? Wann haben wir angefangen? Ich erinnere mich an eine warme Jahreszeit. Ja, im Juli. Und heute haben wir... Also... Wir sind gut im Jahr dabei. Magst du nochmal auf das erste Veröffentlichungsdatum achten? Ja. Da hinten blinkt jetzt was auf einmal. Das hat da bestimmt schon vorhin geblinkt, aber du hast es nicht gesehen. Ah! 5 Tonnen Knoten. Es ist dunkel, aber Gott sei Dank ist es mittlerweile draußen auch dunkel. Ja. Aber vielleicht sollten wir mal den Fernseher anmachen. Vielleicht kannst du dann besser kämpfen. Das wäre witzig. Let's Play. Du zeichnest auf, was die Konsole wiedergibt. Aber du spielst die ganze Zeit mit ausgeschaltetem Monitor. Ja, das gibt's. Let's Blind. Das hat jemand mal gemacht. Aber jemand anders macht das auch. Der macht auch so eine Let's Blind. Der macht sich einen Schal vor die Augen und sagt, ich spiele wirklich blind irgendein Spiel. Oha. Und der hat beispielsweise bei Super Mario hat er vor, ein Level zu schaffen. Nur ein einziges Level damit zu schaffen. Welches Super Mario? Italiener. Ja, sowas habe ich auch mal geplant gehabt, hab's mir aber dann gedacht, Ganz ein Kampfspiel so spielen. Wo bist du? Wo bist du? Der hat auch versucht Tetris zu spielen. Der Tetris versucht blind zu spielen. Gott! Man muss doch. Also es gibt keine klare Reihenfolge von diesen Steinen. Jedenfalls ist sie mir nicht bekannt. Siehst du, wie die Bäume im Wind wehen? Das ist mein Endgegner.
aber ich bin hier im Rahmen sicher, ne? Hm? Im Rahmen heißt im Endeffekt, dass mich ich das Ding weiß, jetzt nicht... was das bedeutet, aber... Wo ist hin? Zum Mond. Deswegen meinte ich zu dir, dass du die Lese auf Stufe 2 bringen sollst, verdammt jetzt. Oh! Oh, erschreck mich doch nicht so! Koffein-Junkies! Hey, gewissen! Ja? Hä? Du bist auf die Leitung gezwungen. Ach! Aber 2400! Ja, das wollte ich. Genau das wollte ich. Das ist halt Gesundheit. Aber dafür nicht so viel Dings. Da wird uns ein. Was hast du das eingesammelt? Ja. Denn? Ja, gerade eben. Kaffee-Junkie! Schuss, dann bis Schluss. Haha! Ja. So. Jetzt hier. Ja. Ja. Ah. Schau kurz. Einen ganz anderen Weg, um das zu benutzen, was? Ja. So, erstmal überall nachladen. Hab keine Munition mehr. Wo rein? Mein Strahlen. Mein Strahlen. Oh. Ist leer. Ich dachte, du musst doch nicht so. So. So, Marker. Jetzt schalte dich bitte online. Danke. Der Marker.
Aufgabe erfüllt. Ich wusste, du würdest zu mir zurückkehren. Ja. Wir sind wieder ganz, Isaac. Wir sind ganz. Echt? Cool. Was habe ich denn jetzt gemacht? Hast du wieder ganz gemacht. Den Marker hier hingestellt. Notfall. Pio-orbitale Schwerkrafthalterungen offline. Tektonische Ladung gelöst. Aufprall in Kürze. What? Sofort den Sektor räumen. Das Ding war oben, wenn du mal hochguckst. Das heißt jetzt... Wohin? Du bist... ja. Hier hin? Das war eine Falle, oder? Dekontaminationszyklus aktiviert. Und was da passiert, das war... Das kommt im nächsten Teil. Böse, oder? Ja, wie fies. So fies, wie das Spiel zu mir ist. Freut euch auf morgen oder auf nächste Woche. Boah. Sagst du was dazu noch? Boah. Adios.